Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Freien Demokraten, Gesetz zur Förderung des stationsbasierten Carsharings 2038/99 zur Einbringung. Darf ich dem Kollegen Oliver Stirböck, Fraktion Die Freien Demokraten, das Wort erteilen? Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das hier ist nicht die neueste Corona-Infektionskurve, sondern die Entwicklung der Carsharing-Fahrzeuge in Deutschland in den letzten 18 Jahren. Und diese Kurve geht, ich hätte beinahe gesagt, nahezu exponentiell nur in eine Richtung nach oben. Und das ist gut so. Denn Carsharing ist moderner Individualverkehr. Es ist die Versöhnung des Individualverkehrs mit dem urbanen Raum. Carsharing ist ein Teil der Sharing Economy, die durch die Digitalisierung einen großen Schub erlebt. Laut der Statistik des Bundesverbandes Carsharing e.V. haben sich 45 neue Anbieter am Markt etabliert. Die Vorteile des Carsharings liegen auf der Hand. Wer sein Auto nur besitzt, um zur Arbeit zu fahren, blockiert seinen Parkplatz möglicherweise, 23 Stunden. 40% des innerstädtischen Verkehrs sind Parksuchverkehr. Das eigene Auto ist ein nicht unbeachtlicher Teil des Tages, schlichtweg totes Kapital. Und je besser die Carsharing-Angebote sind, desto stärker wird das eigene Auto verzichtbar. Ein Mix aus Fahrrad, ÖPNV und Auto mit immer mehr Carsharing, das ist ein Zukunftsmix. Freie Demokraten wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie sich fortzubewegen haben, sondern sie wollen den Menschen eine Welt der Optionen ermöglichen. Das Wachstum des Carsharing seit Beginn der Nullerjahre fußt auf zwei Säulen. Einerseits dem sogenannten Free Floating, bei dem man also in der App sieht, wo ein Auto gerade frei ist und wo man dann das Auto abstellt, wo man es eben abstellen will und darf. Und andererseits das stationsbasierte Carsharing, wo Autos an einer festen Station abgeholt und auch wieder abgestellt werden. Die Zahl der Orte, in denen stationsbasiertes Carsharing möglich ist, ist im letzten Jahr von 100 auf 740 gewachsen. Und da wären wir fast wieder bei dem Stichwort des exponentiellen Wachstums. Denn ein wesentlicher Grund ist, dass einige Bundesländer wie Bayern und Rheinland-Pfalz Carsharing-Gesetze verabschiedet haben. Sie ermöglichen es den Kommunen, Carsharing-Stationen im öffentlichen Straßenraum auszuschreiben. Und weil es dort offensichtlich funktioniert, lehnt sich unser Gesetzentwurf auch an den bayerischen Weg an. In Hessen gibt es stationsbasiertes Carsharing bisher nur im privaten Raum, auf Parkplätzen und in Hinterhöfen. Und private Parkplätze sind halt sehr teuer für die Anbieter, und Hinterhöfe sind nicht so deutlich sichtbar für die möglichen Kunden des Carsharing. Wir wollen es deswegen auch im öffentlichen Raum ermöglichen. Wir wollen also das Teilen privilegieren. Wir haben in der Offenbacher Stadtverordnetenversammlung gerade dieses Thema diskutiert, und dort hat der Sprecher der Grünen hervorgehoben, dass stationsbasiertes Carsharing nach Studien noch deutlich positivere ökologische Effekte zeigt als das sogenannte Free Floating, womit im Übrigen bewiesen wäre, dass Offenbacher Grüne auch mal etwas Vernünftiges sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ja. Stationsbasiertes Carsharing ist also gut für die Menschen, die Carsharing-Anbieter, die es auch wollen, und für die Umwelt. Und jetzt schaue ich auf die Kolleginnen und Kollegen der schwarz-grünen Koalition. Wenn ich mir sie so anschaue, an drei Stellen des Koalitionsvertrages findet sich das Wort Carsharing, wenn auch in anderen Zusammenhängen. Von daher gehen wir aus, dass die Koalition unseren Gesetzentwurf zumindest im Grunde nach begrüßt. Ich hoffe, nein, ich bin mir sicher, dass die Landesregierung und die Koalition sich zumindest ähnliche Gedanken machen. Solange aber von der Landesregierung da nichts kommt, gilt überspitzt gesagt der Satz,
Die Staus in Hessen beginnen im Verkehrsministerium. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir freuen uns auf die parlamentarischen Beratungen. Und ich bin auch für Regelungen offen, die den Kommunen Kriterien für die Ausschreibung an die Hand gibt, etwa solche, die alternative Antriebsformen wie Elektromobilität oder Wasserstoff beim Carsharing fördern. Unser Entwurf ist nur eine kleine Gesetzesänderung, aber ein großer Schritt für einen modernen Individualverkehr. Wir freuen uns auf die Diskussion und hoffen auf Ihre Unterstützung bei unserem Ansinnen, die Landesregierung und auch unser Land jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Kollege Kahnt. In diesem Fall stehen 2 Minuten Redezeit zur Verfügung. Der arme Herr Kahnt kommt erst noch von oben herunter. Ja. Arme Herr Kahnt. Lieber Herr Kahnt, vielen Dank, dass Sie sich so sputen. Sie haben das Wort. Alles klar. So, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die 2 Minuten sind schon rum. Sagt mir gerade hier die Regierungsbank, aber der Gesetzentwurf der Freien Demokraten soll Kommunen ermöglichen, öffentliche Straßen zeitlich befristet für stationsbasiertes Carsharing zur Verfügung zu stellen. Carsharing kann für mehr Lebensqualität sorgen, besonders in belasteten Innenstädten mit Einwohnerzahlen von 50.000 und aufwärts. Das beweisen allein dortige Carsharing-Kunden. 32% von ihnen fahren öfter Rad, 70% seltener Auto und 40% nutzen öfter Bus und Bahn. Stationsbasierte Systeme sprechen im Gegensatz zu Free-Floating-Systemen diejenigen Kunden stärker an, die auf das eigene Auto aus vielerlei Gründen verzichten möchten. Sie sind der Überzeugung, dass sie dort ein eigenes Auto nicht brauchen. Der Gesetzentwurf bietet daher zusätzliche Vorteile für Verbraucher, für die die Leihstation nicht gerade um die Ecke liegt. Dafür sprechen auch Fakten. 82% der in Städten Lebenden wünschen sich weniger Autos in den Städten. Carsharing ist umweltfreundlich, es ersetzt bis zu 20 private PKWs. Carsharing ist billiger als ein eigenes Auto, und Autos stehen durchschnittlich 23 Stunden ungenutzt am Straßenrand. Es gibt deutschlandweit inzwischen etwa 2,4 Millionen Nutzer. Darüber hinaus Carsharing bewirkt ein reflektiertes Fahrverhalten. Moderne Stadtentwicklungsplaner sehen für belastete Innenstädte vorbildliche Effekte für lebenswertere Städte. Verkehrs- und Umweltbelastungen werden vermindert, die Lebensqualität steigt. Wer könnte sich dem entgegenstellen? Die Vorteile des Carsharing sind es den Versuch wert, dass Kommunen hierfür öffentliche Straßenräume zur Verfügung stellen, die rechtlichen Voraussetzungen gegeben. Vielen Dank. Ich kann jetzt mal durchschnaufen. Ja, vielen Dank, Herr Kahnt. Nächster Redner ist der Kollege Enners für die Fraktion AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ungefähr 710.000 Kunden nutzen nach Angaben des Bundesverbandes Carsharing die aktuell 12.000 verfügbaren stationsbasierten Fahrzeuge. Gleichzeitig sind in Deutschland ca. 48 Millionen Autos zugelassen. Wie man erkennen kann, bedient stationsbasiertes Carsharing lediglich eine recht kleine Nische. Den vorgelegten Gesetzentwurf muss man wirklich kritisch hinterfragen, denn nach dem Satz unter Punkt D im Antrag würden sich einige Städte in Hessen ja mit ihren Genehmigungen für stationsbasierten Carsharing im illegalen Bereich bewegen.
Da ich das nicht glaube, würde ich den Blick gerne auf folgende Punkte richten. Die gewerblichen Carsharing-Angebote findet man in der Regel in größeren Städten ab 10.000 Einwohnern mit einem Angebot von 840 Standorten. Angebote im ländlichen Bereich lohnen nicht und können nur durch Querfinanzierung am Leben erhalten werden, so die Betreiber. Ausgehend davon, dass in Zukunft die Standorte in den Städten weiter ausgebaut werden sollen, können sich dadurch einige Probleme ergeben. Eines davon ist, wenn öffentlicher Raum dem stationierten Carsharing zur Verfügung gestellt wird, wird sich die Zahl der sowieso schon knappen Parkplätze weiter verringern. Ein weiteres Problem ist die ideologische Diskussion, die bereits in anderen Bundesländern hinsichtlich der Berücksichtigung von umweltbezogenen Kriterien der Stellplatzvergabe geführt wird. Der rheinland-pfälzische CDU-Antrag zeigt da schon, in welche ideologische Ecke das Konzept getrieben werden soll. Da heißt es von der CDU, Anbieter von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik können bevorzugt werden. Meine Damen und Herren, es ist und bleibt auch in absehbarer Zukunft ein utopischer Wunschtraum, dass die Städte nur noch von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik befahren werden. Deswegen sind die Tochterunternehmen von Linde und Citroën ja auch wieder aus dem Carsharing-Markt ausgestiegen. Während die Linde-Tochter 100% wasserstoffbetriebene Fahrzeuge im Angebot hatte, waren es bei der Citroën-Tochter 57% Elektroautos. Beide Unternehmen teilten als Grund zum Ausstieg mit, dass es sich wirtschaftlich nicht lohnt, auf eine solche Flotte zu setzen. Meine Damen und Herren, es lohnt auch einfach nicht, mit der ideologischen Brechstange an so etwas heranzugehen. Hier ist Weitblick und technologieoffenes Denken gefragt und keine einseitige Subventionierung, egal wie sie sich gestaltet. Und die am Markt agierenden Unternehmen haben auch nur noch E-Fahrzeuge in einer sehr überschaubaren Dosis im Angebot. Nur ca. 18% aller Fahrzeuge im Carsharing-Bereich sind noch nicht schon, sondern noch strombetrieben. Die bekannten Gründe für diese Zahlen liegen in sehr geringen Reichweiten, den höheren Anschaffungskosten, den Ladezeiten und der mangelnden Infrastruktur mit den Ladesäulen. Aber das kennen wir ja alles schon. In der Antragsbegründung ist zu lesen, dass Städte mit einem stationsbasierten Carsharing eine deutliche Verkehrsentlastung erfahren. Meine Damen und Herren, alles nur das nicht. In meiner Heimatstadt haben wir Carsharing-Stationen mit insgesamt 18 Fahrzeugen. Aber 18 Autos sind nun mal keine Verkehrsentlastung. Denn das Auto ist ja auf der Straße. Es gehört nur jemand anderem. An der Menge der Fahrzeuge im Straßenverkehr ändert sich spürbar durch Carsharing überhaupt nichts. Ein Fahrzeugnutzer nimmt, wenn notwendig, mit einem Auto am Verkehr teil, und da spielt es keine Rolle, ob es sich da um Eigentum oder um ein Carsharing-Fahrzeug handelt. Die Zulassungszahlen zeigen, der Trend zum eigenen Auto bleibt trotz Carsharing-Angebot weiterhin bestehen. Daran wird auch diese Gesetzesvorlage nichts ändern. Und, meine Damen und Herren, wer sich einmal die statistischen Zahlen auf der Seite des Bundesverbandes für Carsharing angeschaut hat, wird feststellen, dass die Nachfrage des stationsbasierten Carsharing weit hinter dem sogenannten bereits angesprochenen Free-Floating zurückliegt. Hier sind mit knapp 1,6 Millionen Nutzer mehr als doppelt so viele Menschen unterwegs als mit dem stationsbasierten Carsharing. Damit zeigt sich nicht nur, wie weit der Gesetzentwurf von dem eigentlichen Kundenverhalten auf dem Carsharing-Markt weg ist, sondern auch, dass etwas geregelt werden soll, was eigentlich schon geregelt ist. Meine Damen und Herren, die Kommunen brauchen keine Landtagsentscheidung, ob sie stationsbasiertes Carsharing einrichten wollen, denn die Kommunen entscheiden schon lange über den Weg der kommunalen Sondernutzungserlaubnis, wie sie ihre öffentlichen Parkplätze nutzen und belegen. Aus diesen Gründen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Enners. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Eckert. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Sozialdemokratie hier im Hause begrüßt den Gesetzentwurf der Freien Demokraten, dass wir über die Frage von Ermöglichung für Carsharing
diskutieren und die Frage von Regelungen für Kommunen in Hessen auch noch einmal genauer in die Lupe nehmen. Denn in der Tat, Herr Kollege Enners, das, was Sie zu Carsharing ausgeführt haben, das ist vielleicht von gestern und vorgestern. Das passt durchaus zu Ihnen. Aber deswegen ist das keine zukunftsgerichtete Debatte, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es in der Tat die Frage, wie ermöglichen wir es, wie schaffen wir auch eine Vereinheitlichung von Verwaltungspraxis, weil in der Tat es gibt Möglichkeiten nach dem Straßengesetz in Hessen, dass wir sozusagen auch für das Thema Carsharing Flächen ermöglichen. Aber es hat dann eben weder diese Frage der Befristung noch auch die Frage der Vergabe von diesen Plätzen eine weitere Regelung. Und es ist gut und richtig, wenn der Gesetzgeber auch deutlich mit aufzeigt, ja, er will das auch. Der Gesetzgeber möchte genau diese Entwicklung mit vorantreiben. Denn wenn es immer heißt, wo gibt es denn verschiedene Flächen, die bisher für Carsharing-Angebote zur Verfügung stehen, dann sind das private Flächen oder irgendwo in der Peripherie. Genau das ist zum Beispiel im Gesetz in Niedersachsen, meine Damen und Herren, wie ich finde, richtig beschrieben, die dort sagen, es gibt Kriterien für die Kommunen für die Vergabe von solchen Flächen im öffentlichen Bereich. Und da ist auf der einen Seite die Verringerung des motorisierten Individualverkehrs durch die Vernetzung mit dem ÖPNV, das heißt auch mit einer räumlichen Lage dieser Flächen zu Bushaltestellen, Straßenbahnen und Ähnliches, die dann bevorzugt mit bevorhalten werden sollen. Und auf der anderen Seite das Thema Luftschadstoffreduzierung durch Unterstützung von Standflächen eben mit Elektromobilität, auch dadurch sozusagen eine Handlungsmöglichkeit zusätzlich zu schaffen und auch durchaus eine Unterstützung in der Vergabe für Anbieterinnen und Anbieter dann auch mit zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ein guter Weg und deswegen hätte ich mir in der Tat, liebe Kolleginnen und Kollegen der Freien Demokraten, genau in dem Bereich eher die Anlehnung an zum Beispiel diese niedersächsischen Ideen mit gewünscht, die dort entsprechend nämlich beschreiben, was wir auch von den Kommunen gerne hätten. Ein zweites Beispiel, es gibt ja viele Bundesländer, deswegen Hessen vorn, das war einmal, das ist auch hier in dem Falle nicht so, deswegen machen wir anderen Ländern nach. In Thüringen hat es auch entsprechend eine gesetzliche Regelung gegeben. Und ich finde, in dem Bereich unterstreichen die Thüringer mit ihrer Vorgabe zur Betriebspflicht, wenn wir vergeben als öffentliche Hand diese freien Flächen, dann tatsächlich zusätzlich zum Bundesgesetz, zum Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing, noch zusätzliche Herausforderungen und Vorgaben an mögliche Betreiberinnen und Betreiber. Denn es ist natürlich nicht im Interesse der öffentlichen Hand, Flächen zu vergeben auf längere Zeit bis zu 8 Jahren und dann nachher entsprechend einfach unbediente Flächen dort vorzuhalten, sondern tatsächlich auch mit dieser Herausforderung, die wir in anderen Verkehrsbereichen ja haben, Betriebspflichten auch auszusprechen, die auch hier dann tatsächlich mit in der Vergabe zu berücksichtigen, meine Damen und Herren. Es geht um die Ermöglichung. Es geht um die Ermöglichung von kommunaler Gestaltung auch in der Gestaltung der Mobilität der Zukunft. Dazu gehört auch das Carsharing nicht nur in den Städten. Ich will an dem Punkt auch eine Lanze für den ländlichen Raum brechen, weil ansonsten in diesen Bereichen wir natürlich im Moment mit Wirtschaftlichkeitsproblemen noch zu erkämpfen haben. Aber die Frage von klugen Modellen, und da gibt es kluge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, zumindest habe ich da einige auch getroffen, komischerweise hatten die alle irgendwie das gleiche Parteibuch, die gesagt haben, wie können wir das kombinieren, auch mit kommunalem Fuhrpark auf der einen Seite und Carsharing-Angebote auf der anderen Seite, um Wirtschaftlichkeitslücken zu schließen. Auch das, deswegen ist das über das Gesetz hinaus eigentlich eine Herausforderung, dort auch tatsächlich als Bundesland etwas zu tun, meine Damen und Herren. An einem Punkt, Kolleginnen und Kollegen, will ich gerne die Diskussion danach im Ausschuss noch einmal intensiver mit Ihnen führen. Das ist die Frage, was Sie in Ihrem Gesetzentwurf beschreiben, mit dem Wegfall des Widerrufes. Sie begründen es sozusagen mit Rechtssicherheit für die Anbieter. Da erlaube ich auch mit Rückblick auf das, was ich mal früher beruflich getan habe in dem Bereich, nämlich genau diese Erlaubnisse auch zu erteilen, einschlägige Kommentierung zum Straßengesetz in der Frage, warum ist sozusagen der Widerruf für den Straßenbaulastträger, der auch andere Herausforderungen dazu hat, in der Frage auch, was passiert in 8 Jahren mit einer solchen Straße. Und da rede ich jetzt nicht nur über Einziehung und Umwidmung, sondern auch entsprechende Sanierungen, entsprechende Umorganisationen im Straßenbereich. All das braucht deswegen auch sozusagen meiner Meinung nach den Widerruf, denn der Widerruf ist keine Willkür, sondern er hat grundsätzlich auch Regelungstatbestände dahinter. Deswegen abschließend, meine Damen und Herren, der Ansatz ist gut. Der Ansatz weist in die richtige Richtung. Die 3 Punkte, über die ich gerne mit Ihnen im Ausschuss noch diskutieren würde. Und dann zeigt sich wieder einmal, die Opposition gibt hier die Themen durchaus mit vor, wie wir Mobilität voranbringen.
Deswegen machen wir morgen auch die Enquetekommission, dass wir das aus dem Landtag heraus gemeinsam Mobilität von morgen gestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Abg. Bamberger für die Fraktion der CDU. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Förderung des Carsharings als integrierter Autobaustein im Umweltverbund ist ein wichtiges Ziel der Regierungskoalition auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen und sozialgerechten Mobilitätskonzept der Zukunft. Ein Mobilitätskonzept, dem sich scheinbar nur die AfD hier in diesem Hause nicht anschließen möchte. Im Koalitionsvertrag steht drin, die Themen Carsharing und Bikesharing werden wir auf Landesebene weiter vorantreiben, da sie Teil der Mobilitätszukunft sind. Und das sind keine leeren Worte. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für die Lebensqualität eines jeden Einzelnen sind eine funktionierende Infrastruktur und Mobilität von großer Bedeutung. Dies gilt für ländliche Räume ebenso wie für Ballungsräume und für große Städte. Individuelle Mobilität muss genauso verfügbar sein wie die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs oder der Bahn. Wichtig hierbei ist, dass die Potenziale der Digitalisierung auch im Verkehrssektor genutzt werden, unter anderem durch die intelligente Vernetzung verschiedener Verkehrsangebote und die Shared Mobility. In Zukunft werden integrierte Verkehrssysteme eine überragende Bedeutung haben. Gerade junge Menschen in Städten und Ballungsräumen, Herr Enners, setzen zunehmend auf verzahnte Konzepte, die individuelle und öffentliche Verkehrskommunikationssysteme miteinander verbinden. Durch die enormen Möglichkeiten der Digitalisierung wird es künftig zur Entstehung völlig neuer Mobilitätskonzepte kommen, die sich die AfD heute noch nicht so vorstellen kann. Und ich sage Ihnen eins, wir wollen, wir werden und wir sind in diesem Bereich führend hier in Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Carsharing als vierte Säule des Umweltverbundes neben ÖPNV, zu Fuß gehen und mit dem Rad fahren, entlastet die Umwelt, schont den Geldbeutel, spart Ressourcen und leistet einen Beitrag zur Energieeinsparung im Verkehr. Ich muss auch hier die alternativen Fakten der AfD ein wenig zurechtrücken. Die Anzahl der Menschen, die sich Autos teilen, steigt von Jahr zu Jahr. Und Kollege Stirböck hat ja da eben gerade eine sehr eindrucksvolle Veranschaulichung gezeigt. Zwischen 2011 und 2020 hat sich die Zahl der registrierten Nutzerinnen und Nutzer verelffacht. Aktuell gibt es deutschlandweit über 25.000 Carsharing-Fahrzeuge und über 2,2 Millionen Menschen, die bei Carsharing-Anbietern angemeldet sind. Das gilt sowohl im Free-Floating-Bereich als auch beim stationsbasierten Carsharing. Carsharing hat sich damit als wichtige umweltfreundliche Verkehrsform etabliert, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Carsharing ist vor allem aber auch unter sozialen Aspekten von ganz besonderer Bedeutung, denn Carsharing ermöglicht auch den Menschen flexible und individuelle Mobilität, die sich kein eigenes Fahrzeug leisten können oder leisten wollen. Und auch diese Menschen haben ein Recht auf Mobilität, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Mit einer ganzen Reihe von Ansätzen können wir, Bund, Länder und Kommunen, Sorge dafür tragen, dass das Carsharing-Angebot sich weiter etabliert, unter anderem durch Aufnahme in lokale, regionale Nahverkehrspläne, durch die Einbeziehung des Carsharing in auszuschreibende öffentliche Verkehrsleistungen oder die Teil- und Vollumstellung der Dienstflotten auf Carsharing-Systeme. Und da, lieber Kollege Herr Eckert, Sie haben sich anscheinend auch nur mit den Kollegen mit dem einen Parteibuch unterhalten, nicht mit den anderen. Die Universitätsstadt Marburg mit einem schwarzen Oberbürgermeister seinerzeit war darin führend, denn wir waren, glaube ich, die erste Kommune hier in Hessen, die einen Teil ihrer Dienstflotte auf ein Carsharing-System umgestellt hat. Worüber wir heute hier sprechen, ist die Anpassung des Hessischen Straßengesetzes, um die Möglichkeit der Einrichtung von Carsharing-Stationen im gewidmeten öffentlichen Verkehrsraum herzustellen. Das Carsharing-Gesetz des Bundes enthält bereits eine Regelung zur Sondernutzung, das ist richtig, die allerdings wegen der auf Bundesfernstraßen begrenzten
Gesetzgebungskompetenz des Bundes nur Ortsdurchfahrten einer Bundesstraße betrifft. Aus diesem Grunde soll das Hessische Straßengesetz um eine Vorschrift zur Sondernutzung für stationsbasiertes Carsharing ergänzt werden, und zwar in § 16a des Hessischen Straßengesetzes. Dadurch wird eine Sondernutzung dann auch an Landes-, Kreis- sowie Gemeindestraßen möglich sein. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Landesregierung befindet sich bereits in der rechtsförmlichen Prüfung, und die erste Kabinettsbefassung steht unmittelbar bevor. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, vielen Dank für Ihre Initiative. Sie hat sich aber an dieser Stelle erübrigt. Wir halten es für klug, den Gesetzentwurf der Landesregierung, der das Parlament ja in Kürze erreichen wird, abzuwarten und diesen dann zu verabschieden. Den Gesetzentwurf lehnen wir daher ab. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ich habe in Ihrem Wahlprogramm zum Carsharing leider nichts gefunden. Ich freue mich aber, dass Sie jetzt dieses Thema auch für sich entdeckt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bamberger. Nächste Rednerin ist die Abg. Karin Müller für die Fraktion Die Grünen, BÜNDNIS 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich ja jedes Mal über die Initiativen der Freien Demokraten, weil sie uns immer wieder erheitern. Man konnte es Herrn Stirböck ja förmlich ansehen, dass er selbst nicht daran glaubt, was er hier erzählt. Er sprach davon, dass durch Carsharing, was ja durchaus richtig ist und was wir auch unterstützen, natürlich mehr für den Klimaschutz, für die Verkehrswende getan wird. Ein Carsharing-Auto, was stationsbasiert ist, ersetzt in Frankfurt zum Beispiel 20 Parkplätze. Es gibt mehr Platz in der Stadt für den Umweltverbund, mehr zu Fuß gehen, mehr Radfahren und so weiter. Genau, aber das glauben Sie doch selber nicht. Sie reden hier immer nur über Klimaschutz, Verkehrswende, Radverkehr, wenn Sie damit meinen, die Landesregierung und die tragenden Fraktionen treiben zu können. Ich habe ja gesagt, ich freue mich, dass wir darüber reden können. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, wenn man nämlich Städte wie Wiesbaden vom Verkehr entlasten könnte, für weniger Lärm und Stau sagen könnte, dann ist die FDP, wie sie in Wiesbaden noch heißt, ganz vorne dran mit Großplakaten, um die Citybahn zu verhindern. Herr Dr. Naas, ich habe ein Mikrofon. Sie können noch so schreien. Ich bin immer lauter. Liebe Frau Müller, einen kleinen Moment. Es ist wirklich zu unruhig. Ich bitte um volle Aufmerksamkeit für die Kollegin Müller. Es ist insbesondere aus den liberalen Reihen sehr laut. Ja, danke schön, dass ihr ein bisschen leiser seid. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir kriegen das schon hin. Also, ich freue mich, ich gebe die Hoffnung ja nicht aus, dass Sie es irgendwann mal ernst meinen würden. Carsharing gibt es z.B. in Kassel seit 29 Jahren. Kassel war damit die dritte Stadt, die Carsharing eingeführt hat. Und ich glaube, nächstes Jahr können wir wieder feiern. Und dann werde ich dem Kollegen vom Stadtauto sagen, er möge Sie mal einladen, weil vor kurzem waren die Freien Demokraten in meiner Heimatstadt noch für Free-Floating beim Carsharing und nicht für stationsbasiertes Carsharing. Die Kommunen treiben auch jetzt schon Carsharing voran, und es gibt eine doppelte Win-Win-Situation. Man kann nämlich auch jetzt schon in den Bebauungsverfahren Carsharing-Plätze ausweisen und damit Abstellplätze sparen und damit auch die Wohnbebauung vergünstigen. Das finden wir natürlich auch alle gut. Dann muss man zur Wahrheit auch hinzufügen, dass der Gesetzentwurf des Bundes erst 2017 in Kraft getreten ist und die Beschilderung erst jetzt mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft treten kann. Und ohne Beschilderung kann man leider auch kein stationsbasiertes Carsharing im öffentlichen Raum einführen. Also diese kleinen Aspekte haben Sie vergessen. Und einfach von anderen Bundesländern abzuschreiben, mag vielleicht Ihr Part sein, aber wir informieren uns, reden mit dem Bundesverband der Carsharing-Anbieter und mit allen, die davon betroffen wären, um dann einen guten Gesetzentwurf hinzukriegen.
Ich würde mal sagen, der Gesetzentwurf ist Material an die Landesregierung, den wir gern zur Kenntnis nehmen. Und mit ganz viel Hoffnung können wir vielleicht auch noch etwas davon lernen. Also, zusammenfassend, ja, da wo es angebrochen ist, Kollege Marius Weiß, muss man die Dinge auch mal benennen. Also zusammenfassend, wir haben eine Idee davon, wie Klimaschutz oder eine Verkehrswende funktioniert. Die setzen wir konsequent um. Die ist im Koalitionsvertrag beschrieben. Es gibt z.B. auch Carsharing-Plätze auf landeseigenen Liegenschaften, was auch nicht so einfach war, weil es europaweit ausgeschrieben werden musste. Aber diesen Weg sind wir gegangen. Vor dem Wirtschaftsministerium gibt es einen Stellplatz für Carsharing. Wir freuen uns, wenn alle Fraktionen hier im Hause das unterstützen und sehen dann der Zukunft auch entgegen mit mehr Schiene, mehr ÖPNV und mehr Radverkehr, wenn Sie alle so begeistert sind, was den Klimaschutz und die Verkehrswende angeht. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Nächste Rednerin ist die Abg. Wissler, Fraktionsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, die FDP hat einen schlanken Gesetzentwurf geschrieben, der Gemeinden die Möglichkeit eröffnen soll, Carsharing-Stationen im öffentlichen Raum zu ermöglichen. Und da kann ich sagen, aus unserer Sicht spricht da überhaupt nichts dagegen. Und ja, ich finde, wenn die FDP jetzt sagt, man muss nicht alles selber besitzen, man kann auch teilen, dann ist das ein Ansatz, der uns als LINKE sehr entgegenkommt. Und Frau Müller, an der Stelle verstehe ich erneut Ihre Aufregung nicht. Wenn die FDP etwas Sinnvolles einbringt in den Landtag, dann freuen wir uns doch gemeinsam drüber und diskutieren wir drüber. Und ich finde jetzt die Äußerung zu sagen, der Gesetzentwurf der FDP, man betrachtet das als Material für die Landesregierung. Also man muss schon einmal daran erinnern, dass die Gesetze immer noch der Landtag beschließt und nicht die Landesregierung. Und Herr Bamberger, ich fand, als Ihre Rede klang ja erst so, als wollten Sie den Gesetzentwurf der FDP inhaltlich begründen, bis Sie dann noch irgendwie versucht haben, ganz scharf die Kurve zu nehmen und den Ausweg zu finden, um zu sagen, dass man ihm am Ende doch nicht zustimmt. Ich finde, lassen Sie uns an der Sache diskutieren. Ja, Carsharing ist sinnvoll, weil die meisten Autos stehen 23 Stunden am Tag in der Gegend rum und brauchen viel Platz. Viele sogar tagelang. Und gerade in den Städten gibt es viele Menschen, die überhaupt kein eigenes Auto mehr haben, weil sie es nicht brauchen, aber eben ab und an mal eins benötigen, weil sie schwere Dinge transportieren müssen oder irgendwo hin müssen, wo eben keine Bahn hinfährt. Und in Hessen findet man zwei verschiedene Varianten von Carsharing, mit Stationen und ohne Stationen, also das bereits diskutierte Free-Floating-Carsharing und eben das stationsgebundene. Und beide Systeme heißen Carsharing, haben wir wirklich relativ wenig miteinander zu tun, weil sie sehr unterschiedlich funktionieren. Die Free-Floating-Angebote, also die, über die wir heute nicht reden, die bedeuten, dass man ein Auto in der Stadt findet oder per App sucht, damit fährt und es irgendwo dann wieder abstellt. Die Fahrt wird in der Regel nach einem Minutenpreis abgerechnet. Und in der Natur der Sache liegt es, dass diese Autos eben nicht verlässlich bereitstehen, sondern sie sammeln sich oft tagsüber in der Innenstadt und abends sammeln sie sich dann in den Wohngebieten. Und manchmal hat man morgens eins vor der Tür stehen und manchmal eben nicht. Und das führt dazu, dass diese Fahrzeuge eben nicht verlässlich und planbar zur Verfügung stehen und oft auch eher spontan genutzt werden, so nach dem Motto, oh, da steht hier eins, dann nehme ich das doch. Das heißt also eher in Konkurrenz tritt mit dem ÖPNV oder eben auch Wege zu Fuß zurückzulegen. Und beim klassischen stationsgebundenen Carsharing, um das es heute geht, sieht das ganz anders aus. Nämlich man trägt sich vorher online für einen Zeitraum ein, man kann das Auto planbar und verlässlich nutzen, bezahlt einen bestimmten Preis pro Stunde und ein paar Cent pro gefahrenen Kilometer. Und das kann ein eigenes Auto oder einen Zweitwagen zumindest gut ersetzen, wenn man das Fahrzeug nicht täglich braucht. Es ist also verlässlich, es ist planbar und es ist auch ökonomisch, also preislich, sehr attraktiv. Weil man holt das Auto an einer Station ab, die in der Regel nahe am Wohnort ist, bringt es danach wieder hin. Und diese Standorte sind heute in aller Regel Hinterhöfe oder Parkhäuser. Und das ist auch gut, weil so der öffentliche Raum von parkenden Autos entlastet wird.
Manchmal aber gibt es in einer Wohnsiedlung aber eine Nachfrage nach Carsharing-Fahrzeugen, aber eben keine geeigneten Stellplätze. Und dann wird häufig ein bestimmter Straßenzug oder ein öffentlicher Parkplatz als Station genutzt. Das funktioniert grundsätzlich, bedeutet aber dann auch, dass man erst einmal nach dem Auto suchen muss, je nachdem, wo die Vornutzer es abgestellt haben. Und hier könnte ein fest eingerichteter Parkplatz im öffentlichen Straßenraum sinnvoll sein. In Berlin zum Beispiel findet man solche Parkplätze schon seit Längerem am Straßenrand. Und trotz allem sollte es natürlich unser Ziel sein, parkende Autos aus dem öffentlichen Raum möglichst zurückzudrängen. Den Kommunen aber die Möglichkeit zu geben, Carsharing-Angebote hier zu fördern, das findet unsere Zustimmung. Und deswegen finden wir, dass stationsgebundenes Carsharing ein sinnvoller Baustein ist einer Verkehrswende, eine Verkehrswende, die auf den ÖPNV setzt, eine Verkehrswende, die darauf setzt, dass man den Fußverkehr und den Radverkehr stärkt, aber eben auch Carsharing zu fördern. Das ist sinnvoll, und deswegen halten wir den Gesetzentwurf, finden wir, dass der auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und dass man das so machen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich fand das eine sehr interessante Debatte gerade eben. Und ich will vielleicht an dieser Stelle, wenn hier jeder immer mit dem anfängt, was er immer sagt, auch noch einmal sagen, dass das Ziel der Landesregierung ist, Hessen zum Vorreiter der Verkehrswende zu machen. Und dass ich hinzufüge, dass wir bis 2050 den Verkehr in Hessen CO2-neutral machen müssen. Und dass das übrigens natürlich bedeutet, dass wir auch über eine Elektrifizierung im Verkehr diskutieren müssen. Und jetzt wird es spannend für die FDP. Das bedeutet nämlich auch, dass man Ja zur Energiewende sagen muss. Sonst klappt es nämlich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und so ganz nebenbei, wir haben auch Handlungsbedarf im Bereich der Luftreinhaltung. Und auch da gilt es, an dieser Stelle sich zu überlegen, was wir insgesamt dafür tun können, dass der Verkehr der Zukunft anders abgewickelt wird. Und ein Baustein, um dieses Ziel zu erreichen, ist es, die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen zu verringern. Und es stimmt ausdrücklich richtig, die meisten Fahrzeuge sind eigentlich eher Stehzeuge, weil sie nämlich 23 Stunden am Tag stehen und eine Stunde fahren im Schnitt. Und sich an dieser Stelle Gedanken zu machen, wie man teilen kann, sozusagen dann am Ende Besitz teilen kann, die Möglichkeit hat, sozusagen nicht mehr zu besitzen, sondern sich quasi Zugang zu kaufen, das ist durchaus richtig. Aber es gab noch einen zweiten Pavlovschen Reflex, der hier stattgefunden hat. Jemand sagt Carsharing, und die AfD fängt an, gegen Elektromobilität zu wettern. Das ist doch völlig wurscht, mit welchem Antrieb das stattfindet. Also, wenn Sie wollen, können Sie auch Pferdekutschen teilen. Sie sind ja ungefähr auf dem Stand von Kaiser Wilhelm, dem das Zitat zugeschrieben wird, das Automobil ist eine vorübergehende Entscheidung, ich glaube an das Pferd. Aber Sie könnten theoretisch in ein Gesetz auch reinschreiben, Stellplätze für Pferdekutschen. Auch die könnte man sich theoretisch teilen, wird nur ein bisschen komplizierter. Also, es hat mit der Frage des Antriebs erstmal überhaupt nichts zu tun. Sondern die Frage ist, und das ist dann Multimodalität, sozusagen in welchen Bereichen wir Wegeketten machen können, in denen der öffentliche Personennahverkehr, das Auto, das Fahrrad, das Laufen, sozusagen aber auch im Zweifel E-Roller oder andere Verkehrsmittel miteinander kombiniert werden. Und um das zu realisieren, brauchen wir nicht nur digitale Plattformen und Infrastruktur. Auch im Bereich des Ordnungsrahmens und der Gesetze besteht Handlungsbedarf. So haben wir das in der Hessen-Strategie Mobilität 2035 auch hinterlegt. Und natürlich sehen wir da eine Möglichkeit, dass wir auch Autos gemeinsam nutzen können. Das spart Platz, das spart am Ende auch Verkehr, weil man sich sozusagen überlegt,
kann ich an dieser Stelle, brauche ich das Auto wirklich? Sagen diejenigen, die ein Auto besitzen, die geben zwar in aller Regel mehr Geld aus als diejenigen, die sich ein Auto teilen, aber die rechnen mit diesen Kosten nicht, weil das die berühmten EDA-Kosten sind. Also das Auto ist ja EDA, und deswegen ist an dieser Stelle Carsharing auch ein Beitrag dafür, an dem Punkt, dass Menschen sich überlegen, gibt es auch andere Möglichkeiten. Und wir sind da, lieber Kollege Eckert, wir sind da in Hessen ziemlich weit vorne in vielen Bereichen. Sie können sich das in innerstädtischer Mobilität anschauen. Die Mobilitätsstationen, die intermodalen Mobilitätsstationen in der Stadt Offenbach am Main sind bereits angesprochen worden. Sie können aber auch beispielsweise nach Jesberg gehen, eine 2.500 Einwohnerkommune im Schwalm-Eder-Kreis, wo gezeigt wird, dass so etwas auch sozusagen regional und im ländlichen Raum funktioniert. Also wir haben da schon viele Sachen. Wenn da auch SPD-Bürgermeister die Landesförderung gerne genommen haben, dann begrüße ich das außerordentlich. Und wir haben auch jetzt schon mit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien an Landesliegenschaften Stellplätze identifiziert, an denen Carsharing-Fahrzeuge angeboten werden. Und weil es ist ja klar, dass man auf Privatgelände oder das alles jetzt schon kann, aber, und darum geht es ja, die Frage, wie gehen wir eigentlich im öffentlichen Raum mit der Sache um? Wir haben das Anliegen bereits in Angriff genommen. Wir haben in den letzten Monaten einen Gesetzentwurf erarbeitet in der Regierung, der eine Ergänzung des Hessischen Straßengesetzes um einen § 16a vorsieht und gerade in der rechtsförmlichen Prüfung ist. Die Einbringung des Gesetzentwurfs steht also unmittelbar bevor. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle schon sagen, dass wir in Anlehnung an das Carsharing-Gesetz des Bundes eine Vorschrift zur Sondernutzung für stationsbasiertes Carsharing schaffen wollen, die den Gemeinden dann ermöglichen würde, Carsharing-Anbietern auch Flächen in Ortsdurchfahrten im Zuge einer Landes- oder Kreisstraße sowie Flächen einer Gemeindestraße im Wege der Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zur Verfügung zu stellen. Und das ist eine neue gesetzliche Regelung, die die Landesregierung jetzt ins parlamentarische Verfahren einbringen möchte, wenn die rechtsförmliche Prüfung beendet ist, indem Flächen im öffentlichen Straßenraum als Carsharing-Stationen genutzt werden können. Das entspricht also teilweise dem Vorschlag der FDP, teilweise. Allerdings kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass aus meiner Sicht der Gesetzentwurf, den die Landesregierung einbringen will, einerseits differenzierter ist und andererseits über den Vorschlag der FDP hinausreicht, weil er ohne Verweisungen auf das Carsharing-Gesetz des Bundes auskommt, daher leichter anwendbar sein wird und neben der Einfügung einer Vorschrift zur Sondernutzung für stationsbasiertes Carsharing auch Änderungen straßenrechtlicher Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit der Überführung der Verwaltung der Autobahnen an den Bund beinhaltet. Also über die Einzelheiten dieses Gesetzentwurfs werden wir hier in Zukunft debattieren. Und ich würde mich freuen, wenn die FDP das Carsharing dann immer noch unterstützt und dem Gesetzentwurf dann zustimmen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Aussprache zur ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den WVA.